So, was haben wir hier für noch Hinweise? 82 und 83, nicht genug Zeit besucht. Ja, meinen so die Wasserfälle gemeinsam? Also mit Prinzessin oder was? Muss schon wieder die Prinzessin retten. Auch nö. Dann hole ich mal die Prinzessin und dann besuchen wir die Wasser. Waren wir eigentlich dann? Da waren wir eigentlich schon. Na komm, Prinzessin. Ich hoffe wirklich, du gehörst nicht zu den Helden, die Frauen wie Objekte behandeln. Nein, gar nicht. Ich habe dich nur schon am Altar geopfert und so. Jetzt haben wir hoffentlich bald das letzte Ending mit dir. Ich habe diese Prinzessin retten, endlich mal langsam Satz. Kreativere Endings will ich hier machen. Jetzt müssen wir wohl unhaken. Müssen wir hier links, links. Oh, ich vergaß zu erwähnen. Gibt es einen Geheimausgang? Vergaß zu erwähnen. Danke für den Hinweis. Die Dinge sind so süß. Nicht, wenn sie dich mal angegriffen haben. Nicht, wenn du mal in diesem Loch warst, was dort. So, ich glaube, ich versuche mal hier. Molly stürzte gegen mehrere Felsen und starb fast augenblicklich. Old Gentleman hatte Glück, ihnen auszuweichen und benutzte ihren toten Körper als Boot, um zu fliehen. Perfektes Verbrechen. 82 von 100. Ich wusste es. Die Prinzessin als Landekissen. 4 Tage später. Die Leiche zu verstecken war eine gute Idee. Die Leiche zu verstecken war eine gute Idee. Leiche zu verstecken war eine gute Idee. Die Leiche zu verstecken war eine gute Idee. Ah, okay. Ich gehe nochmal die Prinzessin retten. Vielleicht kann man da noch irgendwas mitmachen. Das ist gar nicht. Können wir Checkpoints aktivieren? Wenn wir jetzt sterben? Unzufrieden mit seinem Schicksal verwendet der Old Gentleman die Flöte und geht in die Zeit, in der Zeit zurück. Okay. In jedem Fall nut. Nochmal ein Safe-Band geholt. Oh. Komm hier irgendwie hoch. Ah. Nee, ahnt schon, was ich versuchen will. Endings rückgängig machen. Dann könnten wir hier noch mal versuchen zu sterben. Zufrieden mit seinem Schicksal verwendete Old Gentleman die Flöte und geht in der Zeit zurück.
Ausrufezeichen. Der Missbrauch der Kräfte der Flöte der Zeit verursachten einen Raumzeitriss im Gewebe des Universums, der alles, was existierte, aufzehrte. Auf der positiven Seite, es hat auch Mordys Mutter verzehrt. Ja. Finde ich lustig. Wir müssen zurück, Old Gentleman. Das brauche ich als Clip. Kann ich das irgendwie gerade klippen? Naja, irgendwie nicht. Die Raumzeitpolizei kam, um das Chaos in der Zeitlinie zu beseitigen. Man sollte nicht am Raumzeitkontinuum rum. Keine Stream-Markierung machen. Okay, nachher mal rausschneiden. Die Raumzeitpolizei kam, um das Chaos in der Zeitlinie zu beseitigen. Man sollte nicht am Raumzeitkontinuum herummanipulieren. Okay. Mal hinauf. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Was kann der Klipper? Wie kommen wir jetzt nicht mehr hoch oder was? Okay, sieht so aus, als müssten wir hier lang, ohne meine Gegenstände zu opfern. Ja, nice. Jetzt hier lang. Wir bringen schwere Bomben hier zum dunklen Nord. Hier liegt unser Blut. Ich glaube, wir haben noch ein Leben. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Aufpassen, was wir hier machen. Dass wir uns keinen Funken mehr treffen lassen. Hier sind wir prinzipiell schon da, wo wir hinwollen. Aber wir sind zu schwer, um zu springen. Okay, kommen wir jetzt ja. Kommen wir ja mit der Hakenklaue hoch. Dann laufen wir nicht mehr Gefahr, den Amboss reinzufallen. Nein! Puh, das war knapp. Genau das. Harry wurde von allen in der Stadt geliebt, hatte 40 Jahre gedient und morgen war endlich sein Ruhestandstag. Oh. Es war ein Wunder, dass er so lange mit so vielen blöden Helden im Königreich überlebt hatte. Nicht, was du erwartet hattest. Oh, er hat auch das überlebt. Was ein Wunder. Eine 84. 2 Tage später. 8,94% aller Helden sind so weit gekommen.
Old Gentleman bemerkte an diesem Morgen einen anderen Ausdruck in der Miene der Wache. Aha, okay. Ich werde mal ein bisschen auf Entwicklerjagd gehen. Da habe ich was zu gesehen. Ich werde mal gucken, ob wir da mit dem Schwert. Finden und oh, das ist eine Bombe. Und die haben wir wohl im letzten Stream mal hier platziert. So, ich gehe mal hoch. Zu wissen, dass hier oben einer ist. Natürlich, jetzt kommen wir hier nicht hoch ohne Haken. Das ist der Haken. Gut, holen wir uns einen Haken. Das ist ja hier nicht weit. Oh verdammt. Den habe ich nicht kommen sehen. Das soll mir recht sein. So, na dann hops hops den Berg wieder hinauf. Gehen wir da auch lang. Sind ein paar Scherben. Mal schon, haben wir den schon besiegt? Haben wir den schon? Ja, wir haben den schon besiegt, diesen Blutfleck. Okay, deswegen wusste ich auch davon. Stratosphäre. Reinspringen, schießt uns darüber. Wir dürfen mal hier mal durch. Okay, wie kommen wir da jetzt sicher hoch? So, komm mal hier hoch. Okay, was gab's hier drin? Das war durch der Feuerjuwel, den wir kriegen konnten. Den brauchen wir jetzt nicht. Ist der Geheimgang auf den Berg hoch? Brauche ich dafür die Schaufel oder was? Ja, ich brauche die Schaufel, glaube ich. Nehmen wir die Schaufel mit.
für Entwicklermode muss man gut ausgerüstet sein. Nein! Verdammt. War glaube ich auch nicht das, wo ich hin wollte. Mhm.